Ist das da? Ach, das ist wieder einer von denen. Erstmal die Kleinen hier fertig machen. Ach, so einen. Oh Mann, oh Mann. Und ich habe wieder den Speicherpunkt nicht mitgenommen. Sehr gut. Immer gut, immer gut. Wir haben jetzt 900. Da kriegen wir doch das Neue für, ne? Das hier. Zerrissener Brautschleier. Bringt uns das was? Keine Ahnung. Ne, das ist ein Questobjekt. Eines von drei Relikten. Das bedeutet, wir brauchen noch das, noch die zwei weitere. Da oben ist noch eins von den Fragmenten. Ich glaube, wir holen uns mal kurz die Fragmente. Oder? Wo war dieser Gebets... Albero... Ja, wenn ich mit den Symbolen was anfangen könnte. Räume des Erbarmens. Ach, hier unten war der. Jetzt ist die Musik ganz aus. Also, ich weiß ja nicht, ob ich der Musik so auf Dauer... Manchmal die eigene ein bisschen an. Bei der weiß ich wenigstens, dass sie zuverlässigerweise auch da ist. Evil und German passt einfach nur wunderbar zusammen. Eigentlich bin ich gar nicht so evil. Hast du vor 100% Trophäen zu schaffen? Ich spiele das Spiel seit einer Stunde. Ich glaube aktuell nicht 100% Trophäen. Spaß an der Freude, definitiv. Die Frage wäre nämlich gewesen, Evil German, einfach nur so, weiß ich nicht. Es gibt ja auch Leute, die sich gerne als böse darstellen, obwohl sie es nicht sind. Also erstmal möchte ich das Spiel generell spielen, gucken wie es ist, weil ich habe es noch nie gespielt. Ich gehe davon aus, du kennst das Spiel, oder? Zack, weiter geht's. Und jetzt gehen wir nach rechts. Zu früh. Ja, ich habe seit einer Woche und arbeite mich jeden Tag ein, zwei Trophäen hoch.
Meinst du jetzt Steam-Trophäen? Oder gibt es so Ingame-Trophäen? Weil wenn es die gibt, habe ich davon noch nichts gesehen. Wobei, wir wollten ja nach unten einmal zu dem Typen gehen und ich glaube, der macht das wieder komplett weg. Hier ist 4 Trophäen, aber die sind identisch mit den Ingame-Trophäen. Kann ich mir im Menü anschauen. Im Hauptmenü? Ach so. Ja, da gehe ich dann mal hin, wenn ich gespeichert habe, weil ich jetzt nicht weiß... Wie viele gibt's denn? Ja, natürlich. Home Run oder was? Falsche Taste. Bei den Trophäen 46, okay. Ach so, der will dafür Geld haben. I understand. Warum auch nicht eigentlich, ne? Was wollte ich jetzt fragen? Was sind denn die Trophäen? Also so thematisch gesehen. Ich bin bei dem Spiel, bei dieser Spielart, das ist ja so Castlevania-like, da bin ich tatsächlich komplett raus. Ich habe auch noch nie ein richtiges Castlevania gespielt. Also nicht weiter als ein paar Minuten, sagen wir mal so. An. Komm her, ihr drei Dicktries oder wie auch immer die Dinge noch heißen. Ich glaube Dicktrie. Hast du das Spiel denn auch dann schon durchgespielt, wenn du es in einer Woche hast? Also die Story oder wie man es nennen will. Ich vermute mal, dass die Trophäen, die man dann generieren kann, auch ein bisschen... ja, was heißt davon abhängig sind, aber... Natürlich. Da kann ich nur fragen. Wie viel Spielzeit hat das Spiel so? Deiner Meinung nach? Also jetzt nicht alle Trophäen, sondern so ganz normal casual. Ach, da ist er ja wieder. Here lies the door, on whose bronze the ordeals of those chosen by the miracle are perpetuated. Okay. Circa 20 Stunden. Ja, das geht. On it, for the art of these images to be worshipped and revered, ornamentation must take place. His sculpted holiness watches us, rigid. Das Relief aus Bronze entscheidet darüber. The relief of the bronze that dictates who is worthy of passing under its adorned arch. Find the holy visages and the bronze will know. Findet die heiligen Antlitze und die Bronze würde ich anerkennen. Are the wishes of the miracle. Okay.
Oh je, oh je. Gut zu wissen, dass es hier nicht weitergeht. Moin, Gurke. Einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Ach, und Evil German. Ich glaube auch aktuell, also das Spiel ist, glaube ich, nicht einfach. Nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich glaube aber mal, die heiligen Anlässe sind die drei Bosse. Okay. Also die, von denen er schon mal gesagt hat, erzählt hat. Er hat ja auch am Anfang gesagt, man muss in die tiefsten Abgründe, auf den Berg und noch irgendwo hin. Um die drei Brüder zu töten. Gut. Moin, Knofi. Einen wunderschönen Sonntag. Seid ihr schon fertig mit Streamen? Oder schaust du einfach so vorbei? Kann ich hier runter? Da kann ich hin. Nur mal vorbeischauen. Okay. Halt das für dich. Du hast ja heute sowieso frei. Ja, wir sind mit Returnal durch. Wir haben am Freitag. Ja, da komme ich natürlich nicht hin. Wir haben am Freitag den Boss einmal besiegt. Und dann habe ich mich kurzerhand entschlossen, das Final Ende freizuschalten. Habe ja irgendwie den Gedanken, dass ich da. Gott, das ist eine Animation. Kurzerhand dazu entschlossen, das Final Ende freizuschalten. Das haben wir dann auch noch gemacht. Also, wir haben Returnal bis auf Challenge Runs. Die sind natürlich relativ durchgespielt. Was? Du bist durch zweimal? Korrekt, zweimal. Ja, das ist ja das, was, das ist ja auch, was der englischsprachige Zuschauer beim letzten Mal meinte. Der Endboss, der ist tatsächlich gar nicht so schwer. Nemesis, der Boss in Biome 3, ist deutlich, deutlich schwieriger. Also mit dem kann man richtig Probleme haben, aber das war's auch dann schon. Eigentlich bin ich jetzt nur einen Umweg gegangen, kann das sein? Da ist ein Kerzenträger. Der feiert St. Martin. Ich hab mein Bonfire. Das hier? Das ist ganz normal. In meinem Stream kann man kein geordnetes und sinnvolles Gameplay erwarten. Hier ist Chaos, das oberste Gebot. Warum kriege ich Schaden, sobald ich auf Gegner drauf trete? Das ist ein blöder Skelettkopf. Wie kann ich denn Schaden davon bekommen? Der hat eine Glatze. Keine Härchen auf dem Kopf. Im Moment, wo man parieren drückt, aber das Spiel das nicht akzeptiert. Zack. Ist halt kein Super Mario. Wieso kannst du blocken? Weil das Spiel das kann. Oder meinst du, warum ich das Timing hinbekomme? Hi. Habe ich dich gestört? Das tut mir leid. Ich weiß zwar nicht, was du mit der dampfenden Kugel da hinten gemacht hast, aber ich nehme sie mit. Oberkiefer. Bauen wir uns hier irgendwann einen Ghoul oder so? Nicodemus Arad. Hat ein breites Lächeln, gute Manieren und verweigerte niemals jemanden die Zuflucht in seiner Kirche. Ach. Hat da jemand was gefunden? Ne? Bin ich auch.
Das ist der erste Versuch. Es wird noch mehr geben. Als man in der Sakristei einen Haufen Knochen entdeckte, wurde seine wahren Motive offenbart. Hat die gegessen oder was? Naja. Ja, ist okay. Ich hätte es auch gar nicht. Wie kommt man denn da durch? Ach, dreckige Kackwurst. Okay, das ist jetzt ein bisschen Cheating hier. Aber ich nehm's. Zack. Aber die Zeit. Ich muss mal drauf achten, ob der die neue Zeiteinstellung für das Point Reward übernommen hat. Okay, was gab's hier jetzt? Da oben noch was? Weil das in der Mitte sieht irgendwie so. Whoop. Nö. Da geht's nur dahin, wo wir herkommen. Eine Minute jetzt. Hast du das Prinzip mit dem Sündigen verstanden? Ich würde vermuten, nein. Weil ich mit Sündigen jetzt gerade nicht so wirklich was anfangen kann. Dann hat er es übernommen. Es gibt noch einen neuen Erlöschen aus dem anderen Raum. Es gibt noch einen neuen Punkt Reward. Der, ich hoffe, die Leute verstehen den Gedanken hinter dem Namen und den Preis dafür. 666 Sekunden wäre tatsächlich eine Möglichkeit. Mit dem Sündigen. Meinst du, ist Sündigen das, wo ich mir selber Schaden zufüge, um, weiß ich nicht, was zu machen? Ist das Sündigen? Sonst sündige ich halt nur, wenn ich freitags Fleisch esse oder, keine Ahnung, zu viel Alkohol trinke. Jedes Mal, wenn du stirbst, sündigst du. Wenn du wieder an die Stelle zurückkehrst, wo du gestorben bist. Ach so, doch, das habe ich verstanden. Sieht man ja auch in der blauen Energie, ne? Der erste Balken ist ja weg. Genau, das habe ich schon verstanden. Nur die sündigen Dinger sind gerade hier oben. Und die Frage wäre, ob ich jetzt nicht noch 60 Punkte sammle, wie auch immer das gerade heißt, dann kann ich mir hier meine Sünde, also meine Sünden erlassen. Die Beichte ablege. Ah. Ach, der Tod. Der Tod ist auch dabei. Schön, schön. Würde ich dir nicht empfehlen. 800 Tränen sind am Anfang viel wert. Dann muss ich wahrscheinlich nochmal zurückwandern. Und die Dinger holen oben. Du kannst mir die Frage ja beantworten. Spielt es eine Rolle, in welcher Reihenfolge man diese Welten abgeht? Also im Sinne von, ist eine schwerer als die anderen? Weil mir... Ach, natürlich. Wir würden da jetzt spontan Dark Souls... Okay, das geht. Die sind schwächer als ich dachte, aber machen viel Schaden. Aber natürlich. Okay, ich verstehe. Ja.
Sehr gut. Noch ein kürzerer Balken. Wir müssen einen runter und nach rechts. Ich hätte den Gang hier aufmachen können, oder? Kannst du in beliebiger Reihenfolge spielen. In Welten, die eigentlich für später vorgesehen sind, sind die Gegner dann natürlich auch exponentiell stärker. Also ich kann das machen, aber ich sollte es nicht machen. Das lese ich daraus. Also das Spiel verhindert es nicht, aber das Spiel verhindert es. Nach. Jupp, alles klar. Ach, da war Y. Mist. Ich verstehe. Zweimal hintereinander dashen. Nicht möglich. Das hätten wir. Für Speedruns, ja, da bin ich so weit weg wie Rainer Kallmund von seinen Zehen. Weit, weit weg. So, jetzt machen wir das da oben erstmal auf. Speedruns, also ich gucke mir sowas unheimlich gerne an, aber ich bin auch viel zu schlecht in sowas, als dass ich das machen könnte selber. Gut, jetzt kommst du dran, du Kerzenträger. Mist. Das war jetzt besser. Baby. Und für Execution gibt es übrigens auch mehr Tränen. Ja, ich muss dann Y drücken, oder? Weil der hat mir das jetzt das allererste Mal angezeigt, aber... Also wenn ich so eine Truhe sehe, dann denke ich eher an Mannequin und hier kommt jetzt gleich irgendwie ein Gegner, der mich tötet. Das ist ein Sarg. Na komm her. Perfekt, was macht das? Kurze Hymne an den Nachthimmel. Erfüllt den Büßer mit dem Zorn der Gerechten. Tempo seiner Angriffe. Okay. Auf der PS4 ist es die Dreieckstaste, also oben. Während einer Exekution bist du unverwundbar. Ja, es ist... Hier. Es wird bei mir auch die Dreieckstaste sein. Das Problem ist, PC-Spiele akzeptieren ja keinen Sony-Controller. Die sagen immer nur, ja, das ist Y. Das ist das Problem. Also ja, Dreieck. Perfekt. Dann ist es noch einfacher für mich zu merken. Ach, so ein Unsinn. Komm her, mein Freund. Fuck. 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 Was ist das denn? Der Papst. Der Papst mit einem... Was? Was ist das? Ohne Witz. Einfach in die Fresse rein. Also der ist ja nicht so schwer, ne? Der ist einfach nur nervig, weil er fliegt. Jetzt bin ich fast tot wegen dem Papst. Bist du schon volljährig? Wer? Ich wollte auch noch fragen, wer? Oder meinst du mich wegen... Ist das euer erstes Emoji?
Ach, ihr habt euer erstes Couchgemüse Auberginen. Wegen Papst und so. Ja, ich bin volljährig, also... Ich glaube, dass der... Fuck. Mann. Dann hast du nichts zu befürchten. Nur für dich und nur heute. Einmal das. Boah. Hauptsache Couch Potato schreibt kein bisschen was und dann kommt er mit dem Rest in Peace Alert. Moin und danke. Ah, Träumchen. Da hat Dr. Klofi nochmal den Demon, Voice angemacht. Wir müssen echt mal drüber reden, dass du immer abnippelst, wenn ich reinkomme. Das ist Karma. Mist. Das ist nur Karma, ganz einfach. Alles für dich. Ach. In den Gegner reinspringen, nicht gut. Ui. Was? Das haben die eben aber nicht aus der Reihe gemacht. Okay. Was kann ich eigentlich? Ja, das auf jeden Fall nicht. Hä? Der Papst? Ich wollte gerade sagen, wo ist der Papst? Da, Scheibenhonig, das war wieder die... Jetzt aber! Kazam! Sehr schön. Was hätten wir? Was gibt's hier? Halswirbel von Sicher, dem Braumeister. Wir bauen uns echt irgendwen zusammen. Verhalf seiner Abtei zum Ruhm, indem er das beste Bier des Königreichs braute. Eines Nachts kam er bei einem Feuer um und wurde bald zur Legende. Was wollen wir denn mit seinem Rückgrat? Nicht näher drüber nachdenken. Ach, Evil German, was mache ich mit den Babys? Also, bringt das am Ende irgendwas? Brauchst du für später. Ich denke mal, je mehr man hat, dann kriegt man irgendwelche Boni durch oder so, wa? Okay, links oder rechts? Aber erstmal recht. Okay, hier sieht das so aus. Kriegst einen Zauberspruch und eine Trophäe. Ach, guck mal, die Dame ist wieder da. Was verkauft die denn Schönes? Ein Schlüssel? Obwohl es nur ein kleines Objekt ist. Nett. Hat die gerade... Kriegst einen Zauberspruch und eine Trophäe, wenn du alle hast. Wenn ich alle habe. Und wichtiger Schlüssel. Ein verbotener Schlüssel, der vom Ältesten der Bruderschaft bewacht wurde. Irgendwann ging er verloren und die Kammer, für die er bestimmt war, blieb immer verschlossen. Dann nehme ich den mit. Right? Das hier? Eine Litschi. Ja. And may my eyes be blinded if I'm lying. Mhm. Leere, matt glänzende Kugel. Keine Spur von Perlmutt blieb behalten. Nur ein schwacher blauer Schimmer erzeugt Inbrunst, wenn Objekte in der Umgebung zerstört werden. Okay. What I am offering you here. And may my eyes. Kennen wir schon. Mit Moos gefülltes Vorratsglas. Die winzige weißen Blumen im Inneren gewähren einen gewissen Schutz gegen Gifte.
Okay. Verstehe. Ja, da gibt's dann wahrscheinlich später irgendwas. Haben wir irgendwo einen Raum vergessen? Nee. Da gibt's einen Trick. Ja. Ach, nicht springen. Runter, du blöder Tüppel. Ducken. Ducken hilft. Auch wenn er den spitzen Hut an hat. Was? Natürlich geht das hier nicht mehr. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das sieht okay aus. Noch ein Papst. Und Kazam. Aua. Eieiei. Das kratzt am Nacken. Der war hier, Sweeney Todd, der wollte einfach nur einen kurzen Bart haben. Ach, fucking crap. Komm her. War klar. Dies war klar, dies war klar. Controller will er nicht. Gut, der Vorteil ist, wir haben ja jetzt die Abkürzung da unten, ne? Vergiss nicht, dass du noch deine Magie hast für Notfälle. Ich möchte sagen, ich werde es nie vergessen, aber ich werde es vergessen. Häufig und viel. Aber danke.